Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Couchnoobs, zu einer der am längsten laufenden Serien. Wenn nicht sogar mittlerweile der am längsten laufenden Serie. Dürfte schon sein, ja. Ja, mittlerweile schon. Ich glaube, wir sind schon in den 50ern irgendwo. Ja. Ja. Awesome, oder? Wir sind in den 50ern, wo bleiben die Wechseljahre? Pff, die sind schon lang vorbei. Das waren unsere Dick-Episoden. Was, alle 10 Episoden sind unsere Wechseljahren, oder was? Ja, ja. Jahren. Immer wieder. Jahre. So. Den Wechseljahren? Die Wechseljahren. Alle den Wechseljahren von Niveau. Ich wollte heute ein Müsli machen. Ja. Und unsere Freundin, die Sammy, ruft mich an. Nein, sie ist nicht in der Tat unser beider Freundin. In das wäre etwas strange, ja. Wo ist ja, Luigi in der Galaxie, frage ich mich gerade. Keine Ahnung. Das werden wir herausfinden. Ja, nein, auf jeden Fall. suche ich deine Schüssel. Und ich habe die ganze Zeit geglaubt, ich habe das letzte Mal eine andere Schüssel gehabt, weil ich die sauber gemacht habe und ich wollte die saubere Schüssel haben. Aber dabei hatte ich eine andere Schüssel und bin durch die Wohnung gerannt. Alter, wo ist Schüssel erst? Ich find Alter, Schüssel wo nicht. Ist Schüssel erst? Die ist in deinem Badezimmer. Also auf deiner Toilette. Auf deiner Toilette, ja. Ich bin einer der reichen Menschen. Ich habe ein getrenntes Klo. Das heißt, ich kann kacken. Da ist er. Das heißt, ich kann, ja? Ich kann kacken, ja? Während jemand duscht. Ja. Mache ich nicht, weil ich allein bin und einsam. Ah. Und ich niemanden habe, der mir in der Wohnung mit mir weißt ist. Du, weißt du, wenn du weißt, dass du die Beziehung fürs Leben gefunden hast? Wenn man einfach kacken kann in einem Raum, ne? Ja, eh? Na, weiß ich nicht. Ich muss sagen, das ist was, das darf ruhig. Das ist eine von diesen Dingen, die darf ruhig getrennt bleiben. Come at me, bra. Come at me, bra. Come kacken darf bra. Getrennt bleiben? Ja. Nein! Oh, die schlechte. Nein! Oh, schöne Nein! Schlecht du! Nein! 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 Come on! Come on! Do it! You bra. Want me? I know you want me. I know you want me. I know you want me to pull the trigger. And tweak. It's a wonderful, wonderful life. No need to cry. Von dem Lied gibt es ja tatsächlich eine Dele-Version auch. Eine was? Dele. Kennst du nicht? Dele? Das ist der etwas jüngere, dreadige Schwarze von Seed. Achso, ja, voll, das ist mit diesem scheiß Cookie Monster-Ding, dieses Video. Bin ich mir nicht sicher, doch, das Video ja. Dazu kenne ich tatsächlich nicht, aber da gibt es eben ein. No need to run. Aber es ist von Seed und nicht nur von dem einen. Da singt auch der Peter Fox mit, garantiert. Achso, haben sie tatsächlich ja. Als Seed auch ein Cover davon gemacht, weil er hat auf irgendeinem Cover nämlich irgendwo auch ein Cover davon. No need to love and cry. It's a wonderful, wonderful. It is a wonderful, wonderful life. I need to cry. Wonderful life. Wonderful. Ich möchte auch ein Wonderful haben. Ein Wonderful? Oh mein Gott, was ist das? Was ist das? Es kommt direkt auf uns zu. Nein, es ist ein Wonderful! Jedes Mal, wenn irgendwer die Worte sagt, oh mein Gott, was ist das? Kommt direkt auf uns zu. Das Erste, was mir einfällt. Nein, das Erste, was mir einfällt, ist Dragon Ball Z. Was? Was ist diese? Was ist diese unglaubliche Kraft? Die kommt direkt auf mich zu. Das ist, wo der Raditz auf die Erde kommt und ja. der Piccolo und der Son Goku das erste Mal gemeinsam kämpfen. Der Raditz? Ja. Der Raditz, der Bruder ah, ja, von Son Goku. Ja, richtig, richtig. Wo dann zum ersten Mal die Saiyajins wirklich besprochen werden. Ne? Das ist eh relativ am Anfang. Ja, ja, das ist am Anfang von Dragon Ball Z direkt. Und das ist so dieses. Das ist dann das, wo er die Teufelsspirale zum ersten Mal einsetzt. Wo solche Spasti-Moves noch wichtig waren. Ich kann mich noch erinnern, wie das scheiß. Die Höllenspirale, genau. Die Höllenspirale. Ich finde das so cool in Dragon Ball, wie sie anfangen und alles ist noch super schwer und sowas. Und wie da so Goku dann endlich scheiß Super Saiyajin erreicht und der Vegeta urpisst ist, weil er es nicht schafft. Und dann in scheiß Trunks. Ja, in Trunks. War das in Trunks? Was? Um was geht? Während man zwingt, mitzutrainieren im Raum von Zeit und Geist. Ja. Geist und Zeit. Ja, der zwingt ihn ja nicht dazu. Der Trunks möchte mit ihm trainieren. Das war ja zu dem Zeitpunkt, wo der Vegeta noch nicht gewusst hat, dass der Trunks sein Sohn ist. Ja, aber der Trunks schon, oder? Ja, ja, der Trunks hat immer schon gewusst, dass der Vegeta sein Vater ist, logischerweise. Ne? Ja, aber der junge Trunks.
Also das mit dem jungen Trunks, da war der Vegeta schon lange in Super Saiyajin, weil der junge Trunks ist ja immer schon, war ja auch immer, der hatte schon von klein auf Super Saiyajin erreicht auch. Nee, aber erst nachdem sie in der Ding waren. Achso, scheiße, nein. Das war ja das voll war schon der große Zukunftstrunks. Ich hab's vergessen, ich hab das jetzt verwechselt mit dem Son Gohan. Weil der Zukunftstrunks kann ja auch immer schon Super Saiyajin werden. Ja, weil er hat ja vom Son Gohan in der Zukunft gelernt. Ja. Das ist ja auch das nächste, also Son Gohan, der stärkste Motherfucker überhaupt. Ich finde das so schade, wie sie den in Dragon Ball Super komplett genervt haben. Genervt? Ja, den haben sie runtergenervt, weil er eben nicht mehr trainiert hat und er kann jetzt gar nichts mehr. Der ist echt unfähig. Oh, also, er war immer der Chosen One, der über Mega Motherfucker, ja, und jetzt haben sie komplett runtergenervt. Ja, das ist halt ultra shittig. Ich glaube, ich habe gerade einen Fehler gemacht. Oder auch nicht. Nein, das war genau das Richtige, passt. Oh nein, das war genau das Richtige. Das ist das. Sicher, das ist oh, das genau Richtige. Das habe ich jetzt gebraucht. Wie komme ich darauf? Da muss es irgendwo. Ah, ich weiß schon, wie ich darauf komme. You motherfucker over there, come over here. You motherfucker over there, come here. Aber ich muss ein paar Starbits einsammeln. Wir brauchen ja mehr Starbits. Wir haben ja jetzt keine mehr, wir haben sie vorher alle ausgegeben. Cause baby, you're a Starbit. Nein. Show me what you can. Nicht? Make me go, Das haben wir jetzt auch schon in 8 Episoden hintereinander gemacht, ja, wahrscheinlich. Ich hab letztens, glaube ich, auch in irgendeiner Shadows 2 Episode gemacht. Alter, das Spiel ist so geil. Selten habe ich mich so oft erschreckt über in so einem Game. Das ist so gut. Wieso spielst du solche Spiele denn eigentlich alleine? Ich weiß nicht, ich finde es ganz lustig. Aber alleine erschrecke ich mich auch leichter. Bing. Ja, weil ich nicht da bin, oder was? Wahrscheinlich. Brühe, brühe, brühe. Oh, ich sehe schon, du musst die einfrieren, damit du darauf springen kannst. Falsche aber. Da. Ja, weil Eis auch genau die Physik hat. Mhm, good job. Good job, Physik-based Riddle. Oh ja. Scheiße. Oh, Skill Pro. Skillor. Skillors. So, komm mit mir mit, komm mit mir mit, komm mit mir mit, komm mit mir mit. Er ist untergegangen. Scheiße. Okay, das geht so nicht. Ich brauche einen neuen. Das macht mich immer nervös, wenn es so schnell geht. Das ist der Sinn davon, das soll ich nervös machen. Oh! Come on. Come on. Wow! Ja, nice! Gratulation, Gratulation, Gratulation! Leute, wenn ihr den Jaden cool findet, schreibt es in die Kommentare. Jaden, du bist scheiße. Das macht irgendwie keinen Sinn. So, weil... Was? I get the feeling it's a trap! It's a trap! Aber jetzt kommen nur Kommentare. Brock ist scheiße, ey, Brock ist scheiße. It is a Trapu. It is a Trapu. So. Oh, Trapovic. Da geht aber jetzt ordentlich was weiter, muss ich sagen. Ja, ich bin, schon. Ich bin erstaunt. 93 heißt, wir sind da fertig. Ich box nicht. Aber ich box dich nicht. Aber ich box dich nicht. Ja, was? Ich kann mich nur fragwürdig anschauen. Got something to say? Eigentlich nicht, ne? Sehr gut. Finde ich nur irgendwie total komisch. Irgendwie das ist okay. Weird. Das ist okay, aber kein Problem. Weirdo. Weirdo. Nicht Erda, sondern Weirdo. Weirdo. Ach Gott, doch. Ja? Na, ich weiß nicht. Was, irgendwie, was? Irgendwie. Oh, da fehlen es aber einige. Ja. Ich hasse die Sandinsel. Oh, bitte Galaxie. Nicht den Vagina-Level. Vom Vagina-Level? Nee, Sand in der Vagina. Ach so. Du bist so lustig, Alter. Ja, voll, Alter. Mach mal Luigi Stern zuerst. Luigi Stern. Jenseits des endlosen Treibsands. So ist endlos ist der gar nicht. Er ist so endlos. Luigi, where are you? Das nächste Mal bei Couchnoobs geht's weiter. Aber wir haben noch keine 10 Minuten erreicht. Nicht? Okay, dann geht's jetzt weiter. Pech gehabt.
habt ihr Pech gehabt. Geht's halt jetzt weiter, ist auch okay. Wieso? Das nächste Mal gerade schon, schau mal. Okay, ist schon soweit. Jetzt ist es soweit, oder was? Ja, ich hab's schon. Ficken Sie sich in den Anus. Anus. Hat mir mitgefällt durch die Nase aus. Jimosi. Wie geht das noch? Wie war das?